Wir beeilen uns für Sie, denn Zeit ist Geld. Kabeljournal Werbeagentur. Alles aus einer Hand. Pünktlich, preiswert und in guter Qualität. Kabeljournal. Wir machen nicht nur Fernsehen. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Geräusche in ErzTV Kompakt zum Wochenauftakt. Lockruf, freie Fahrt für erzgebirgische Aussichtsbahn. Feuerwehrsignal, Brandeinsätze im Erzgebirge. Und Fangesänge der EHV Aue im Abstiegskampf. Glück auf in einer neuen Woche. Die Nachrichten sind hier, gut, dass Sie eingeschaltet haben. Im Streit zwischen Volkswagen und dem Zulieferer Privent, der die ES-Automobilguss Schönheide unterhält, kommen immer neue Details ans Licht. So meldete die Bild am Sonntag, Volkswagen habe insgesamt 37 Zielpersonen bespitzeln lassen, darunter Führungskräfte in den Tochterfirmen, Anwälte und die bosnische Eigentümerfamilie selbst. VW bestätigte das unterdessen. Allerdings habe man stets im Rahmen des geltenden Rechts gehandelt. Der Autokonzern erhoffte sich damit Aufklärung über Strukturen der Unternehmensgruppe. Die Hintergründe sind klar. Es geht darum, wer das Sagen hat in diesem Netz der Abhängigkeiten. Automobilkonzerne wie VW sind auf Teile der Zulieferer angewiesen und sie bestimmen auch die Spielregeln. Die Zulieferer sind ihnen ausgeliefert. Privent wollte den Spieß umdrehen. Weil VW einen Entwicklungsauftrag für neue Autositze an die Privent-Tochter Kartrim kurz vor Fristende kündigte, sollte der Konzern bis zu 58 Millionen Euro Entschädigung an Kartrim zahlen. VW weigerte sich. Daraufhin trat Kartrim einen Teil dieser Forderungen an ES-Automobilguss Schönheide ab, die Lieferungen von dringend benötigten Bauteilen stoppte. Und weil das Schönheider Werk der einzige Lieferant der Getriebeteile war, standen an mehreren VW-Standorten die Bänder still. 28.000 Beschäftigte waren betroffen. Rund 100 Millionen Euro hat VW dadurch pro Woche Stillstand verloren. Doch nachgeben konnte VW aus firmenpolitischer Sicht nicht. Zu groß war die Angst, andere Zulieferer würden es Privent gleich tun. Nun hat sich VW von den unliebsamen Widersachern quasi getrennt. Die Lieferverträge sind fristlos gekündigt. Kurzarbeit und Kündigungen sind die Folge. Der Streit zwischen Konzern und Zulieferern wird damit auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen. Parallelen dazu gibt es in Brasilien. Auch dort lieferten Tochterunternehmen nicht mehr zuverlässig. Gut, dass solche Streitigkeiten noch Einzelfälle in der Region sind und die Tourismuswirtschaft in der Hinsicht zuverlässiger. Ein Beispiel sind die Partner der Erzgebirgischen Aussichtsbahn, die sich bereits am Freitag eindeutig zu einem Weiterbetrieb bekannt haben. Freitag, der 13. April, war kein Unglückstag für die Eisenbahnliebhaber im Erzgebirge. Auf der Eisenbahnstrecke zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg gaben alle Partner der Erzgebirgischen Aussichtsbahn ihr klares Bekenntnis zum Weiterbetrieb dieses einmaligen touristischen Angebotes im Erzgebirge für das Jahr 2018 ab. Somit steht einem Start in die 10. Fahrsaison nichts mehr im Wege. Neben den von Beginn an zusammenarbeitenden Projektpartnern, bestehend aus den großen Kreisstädten Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg, sowie den Kommunen Grottendorf, Schlettau, Scheibenberg und Raschau-Markersbach, der DB Regionetz Infrastruktur GmbH Erzgebirgsbahn, dem Tourismusverband Erzgebirge und dem Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde, konnte mit der Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Bresnitztalbahn MbH aus Jöhstadt ein weiterer kompetenter und leistungsstarker Partner gewonnen werden. Für das Jubiläumsjahr haben die Organisatoren ein interessantes Programm zusammengestellt.
In den vorangegangenen Jahren zeigte sich, dass dampflokbespannte Züge immer sehr hoch in der Publikumsgunst standen. Deshalb wird in der Jubiläumssaison größtenteils der Museumszug des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde, gezogen von der Dampflok 86-1333 der Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Preßnitztalbahn, zum Einsatz gelangen. Lediglich am ersten Fahrtwochenende springt mit der 50-36-48 des Sächsischen Eisenbahnmuseums Chemnitz-Hilbersdorf eine andere Dampflok ein. Die Nachrichten fürs Erzgebirge am Montag. Olympiasieger Erik Frenzel wird auch in diesem Jahr in seiner alten Heimat Geier feierlich empfangen. Gemeinsam mit dem zweifachen Olympiasieger und Bronzemedaillengewinner von Pyeongchang in der nordischen Kombination soll am 4. Mai an den Terrassen am Lotterhof gefeiert werden. Die Live-Musik wird dabei vom Duo Anni und Alois sowie der geierschen Band Rockfloor kommen. In der ehemaligen Grundschule Gornsdorf können bald die Bauarbeiten beginnen. Entstehen soll ein Dorfgemeinschaftshaus mit integrierter Schulspeisung. Möglich macht das ein bewilligter Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 500.000 Euro, den Landrat Frank Vogel am Freitag an die Bürgermeisterin von Gornsdorf, Andrea Arnold, übergab. Im Zuge der Bauphase wird der Grundriss des Gebäudes an die zukünftige Nutzung angepasst. Fenster, Türen und die Elektroinstallation werden erneuert und ein Aufzug eingebaut. Barrierefrei wird eine Sanitäranlage gestaltet. Damit trägt das Vorhaben wirksam zum Abbau von Barrieren bei und stellt ein positives Signal mit Blick auf die demografische Entwicklung dar. Insgesamt wird der Bau am direkt an der Ortsdurchfahrt gelegenen Objekt auch das Ortsbild der Gemeinde Gornsdorf positiv aufwerten. Nach der Übergabe des Fördermittelbescheids besichtigte der Landrat die neu gebaute Grundschule von Gornsdorf. Begeistert war er von den hellen und großen Räumlichkeiten des Schulgebäudes. In Neuwürschnitz erfolgt vom 17. April bis Ende Juni in der Waldstraße die Verlegung einer Gasleitung. Deshalb wird die Waldstraße zur Sackgasse und kann nicht mehr von der Oelsnitzer Straße aus befahren werden. Die Umleitung während der Vollsperrung verläuft über die Hartensteiner Straße, Oberwürschnitzer Straße und die Pflockenstraße. Außerdem ist eine Umfahrung der Baustelle über die Pflockenstraße, die S-255 bis Tierfeld und die Hartensteiner Straße möglich. Für den Busverkehr wurde eine innerörtliche Lösung gefunden. Ein Bild mit Symbolkraft. Am Berggasthof auf dem Auersberg steht ein Baugerüst, davor ein Transporter der Firma Simmel. Die Firma Glück auf Gesundheit Kultur Kick GmbH mit Hauptgeschäftsführer Peter Simmel ist der neue Eigentümer des Objektes in einer Höhe von 1018 Metern über den Meeresspiegel und bringt es jetzt auf Vordermann.
Für den 2. Mai ist als Funktionsprobe eine Softeröffnung geplant. Zu Himmelfahrt könnte die erste Veranstaltung mit Freiluftgastronomie starten. Pfingsten soll 3 Tage lang geöffnet sein, ebenso zum Sächsischen Wandertag vom 8. bis 10. Juni. Der Sächsische Familientag findet in diesem Jahr in Schneeberg auf dem Filzteichgelände statt. Für die Veranstaltung am 9. Juni sucht das Sächsische Familienministerium erneut einen Kinderreporter. Alle Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren können sich ab sofort unter www.familientag.sachsen.de bewerben. Einsendeschluss ist der 29. April 2018. Familienministerin Barbara Klepsch erklärte dazu: Unser Kinderreporter muss neugierig sein und natürlich nicht kamerascheu. Denn sie oder er wird mit einem Profiteam an der Seite unserer Gäste interviewen und von den Höhepunkten des Familientages berichten. Die Schneeberger Kindertagesstätte Wirbelswirbel hat im Rahmen ihres Waldprojektes am Ziegelteich den Baum des Jahres gepflanzt. Als Baum des Jahres wurde für 2018 die Esskastanie bestimmt. Nach dem Jagdhornblasen mit dem Förster Uwe Gruber machten sich die 25 Kinder der Vorschulgruppen Wackelzahnclub und Regenbogengruppe eifrig an die Arbeit. Auch die Schäden an den bereits gepflanzten Bäumen wurden beseitigt. Das alljährliche Baumpflanzen ist eine Gemeinschaftsaktion der Jägerschaft Westerzgebirge, dem Staatsbetrieb Sachsenforst, der Stadtverwaltung Schneeberg und der Kita Wirbelswirbel. Sachsens Staatsregierung bittet die Leiterinnen und Leiter von Kinderkrippen, Kindergärten und Horten, alle pädagogischen Fachkräfte dieser Einrichtung und die Eltern aller dort betreuten Kinder um ihre Meinung. Die Ergebnisse der Kita-Umfrage sollen in die Entscheidung zum nächsten Doppelhaushalt 2019-2020 einfließen. Nähere Informationen zur Kita-Umfrage und zu den zur Wahl stehenden Vorschlägen der Staatsregierung gibt es unter www.kita.sachsen.de/Kita-Umfrage. In der Wendt- und Kühnwelt in Grünhainichen wurde die neue Sonderausstellung Im Reich der Fantasie, Märchen, Tier- und Kinderfiguren eröffnet. Besucher können täglich von 10 bis 17 Uhr tierisch Märchenhaftes erleben. Die Ausstellung inszeniert Figuren neben ihren literarischen Vorbildern und zeigt seltene Zeichnungen und Skizzen der Künstlerinnen Grete und Olli Wendt. Vor der feierlichen Eröffnung bekräftigte Claudia Bär, Komplementärin der Wendt und Kühn AG und Landrat Frank Vogel als Vorsitzender des Tourismusverbandes Erzgebirge, die Fortführung der seit 2016 bestehenden Partnerschaft und unterzeichneten eine entsprechende Kooperationsvereinbarung für weitere 2 Jahre. Im erzgebirgischen Oelsnitz stahlen Unbekannte in der Nacht auf Sonnabend ein Wohnmobil Fiat von einem Firmengelände in der Dr. Otto-Nuschke-Straße. Die Fahrt für die Diebe war jedoch bereits nach ca. 300 Metern beendet. Die Täter blieben mit dem Fiat auf einer Wiese stecken und flüchteten ohne das Wohnmobil. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 50.000 Euro. Ihren Garteneinsatz hätten sich rund 40 Feuerwehrleute der Wehren aus Thalheim, Gornsdorf, Stolberg und Zwönitz am Sonntagnachmittag wohl anders vorgestellt. In Thalheim mussten sie einen Brand in der Gornsdorfer Straße bekämpfen. Wie Einsatzleiter Thomas Müller von der Thalheimer Feuerwehr berichtete, stand beim Eintreffen der Kameraden eine Gartenlaube in Vollbrand. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehren konnte eine zweite Gartenlaube vor dem Niederbrennen gerettet werden. Für die andere kam jede Hilfe zu spät. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Nahezu zeitgleich gab es im Erzgebirgskreis einen weiteren Brand. Kurz nach Mittag waren am Sonntag die Feuerwehren aus Schneeberg und Bad Schlema mit 8 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften in Schneeberg in der Josef-Heiden-Straße im Einsatz. Auf einer Fläche von ca. 100 x 100 Metern stand eine Wiese in Flammen. Die Flammen konnten schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. Zum Sport. Die Veilchen haben am Sonnabend ihre Serie ohne Niederlage reißen lassen. 0:2 hieß es am Ende in Bielefeld. Und die Kommentatoren bewerteten das unisono als verdiente Niederlage. Zu harmlos hätten die FCE-Spieler agiert, zu wenige Chancen herausgespielt. Nur 2 dieser Chancen zählten die Fans überhaupt für den Kumpelverein.
Insgesamt, so Cheftrainer Hannes Drews im MDR, habe die letzte Galligkeit gefehlt. Aue steht nun auf Rang 10 der Tabelle, 5 Punkte vor einem Abstiegsrelegationsplatz. Verloren haben auch die Handballer aus Aue ihr letztes Spiel gegen Bietigheim. Das Zittern um den Klassenerhalt geht auch hier jetzt weiter. Mario Rusniak mit dem Abstiegskampf des EHV. Freitagabend in der Erzgebirgshalle Lößnitz. Ein Pfiff ertönt. Das Spiel zwischen dem EHV Aue und der SG BBM Bittigheim läuft. Rund anderthalb Stunden später war den 1300 Zuschauern klar, so können die Jungs von Trainer Swart die Liga nicht halten. Natürlich kam mit Bittigheim, Platz 2 in der Tabelle, ein wirklich starker und vor allem effektiver Gegner in die EHV-Heimspielstätte. Zu Beginn der Partie konnte man noch mithalten, obwohl auch da schon kleine Fehler und unnötige Ballverluste auf Seiten der Auer zu sehen waren. Mit einem Rückstand von 3 Toren für die Gastgeber ging es in die Kabine. Die zweite Hälfte war dann alles andere als ein schönes Spiel vom EHV. Was dem EHV an Zielstrebigkeit fehlte, bestraften die Bittigheimer erbarmungslos. So konnte sich der Gast in der 44. Minute mit 10 Toren absetzen. In dieser Zeit fielen die Auer komplett auseinander. An der Körpersprache ließ sich ablesen, dass man sich ergeben hatte. Am Ende ging die Partie deutlich mit 29-37 verloren. Es kommen wieder mal schwere Zeiten auf Trainer Swart und seine Männer im Abstiegskampf zu. Jetzt ist jedes der noch 8 Spiele ein Endspiel. Positive Nachrichten an diesem Abend waren, dass Sebastian Naumann und Sebastian Paraschiff nach Verletzungspause zurück in die Mannschaft sind und dass man in der Vergangenheit mit dem Druck im Abstiegskampf umzugehen wusste. 29:37. Abwechslung, so denke ich, bieten unsere Veranstaltungstipps. Am Mittwoch lädt die landeskirchliche Gemeinschaft Buchholz zum Frauenfrühstück ein. Von 9.30 Uhr bis 11 Uhr sind interessierte Frauen im Haus Bethanien auf der Fröbelstraße willkommen. Zu Gast ist Katrin Bulland. Sie war eine Vorkämpferin für den Sozialismus, wurde bereits mit 18 Jahren Mitglied der SED und setzte sich engagiert für Frieden und Gerechtigkeit ein. Als sie Kritik übte, fiel sie in Ungnade, wurde zum Opfer des SED-Systems und landete zum Schluss in der Psychiatrie. Dennoch fand sie dank des christlichen Glaubens wieder ihren Weg im Leben. Zum Frauenfrühstück erzählt sie von ihren hoffnungsvollen Erfahrungen mit Gott, von ihrer Lebensstrategie Vergebung sowie aus ihrem aufrüttelnden Buch Überleben nicht erwünscht. Den viel diskutierten Aussteigerfilm Weit hat die alte Brauerei Annaberg am Mittwoch 20 Uhr im Programm. Gwendolin Weiser und Patrick Allgeier ziehen mit dem Rucksack um die Welt und versuchen dabei, sich in Verzicht zu üben. Das Ziel ist es, nicht mehr als 5 € am Tag auszugeben. Der Eintritt zum Film kostet 3 €. Die ersten Jahre des Uranerzbergbaus im Westerzgebirge werden umgangssprachlich oft als die wilden Jahre bezeichnet. Am 18. April wird in Bad Schlema versucht, ein realistisches Bild jener Zeit zu zeichnen. Der Vortrag beginnt 19 Uhr im Kurhotel. Der Eintritt ist frei. Die Galerie und den Kulturladen Rademann im Schwarzenberger Marktgässchen gibt es seit mehr als 10 Jahren. Namhafte nationale und internationale Künstler stellten hier aus. Seit dem 7. April sind Nora und Wolfgang Ulbich aus Thalheim mit ihren Arbeiten präsent. Die Schau ist überschrieben mit Ton in Ton, abstrakt und tonig.
Die Galerie Rademann zeigt die Ausstellung bis zum 27. Mai. Geöffnet ist wochentags von 9 bis 18 sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr. Das war's von uns am Montag. Auf rztv.de und bei Facebook informieren wir Sie weiterhin auch zwischen den Sendungen. Wenn Sie wollen, können Sie uns morgen wiedersehen mit neuen und wichtigen Themen aus der Region. Bis dahin, einen guten Abend und Glück auf!